Willkommen Freunde zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's euer Alex und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Wie auch die Wochen zuvor schauen wir uns auch diese Woche an, wie sich die Preise von den vergangenen Deals entwickelt haben, die ich für euch bereitgestellt habe. Wir schauen uns an, war es lohnenswert, diese zu kaufen und wieder zu verkaufen und wie viel Gewinn da drin war. Das Ganze in diesem Video. Ich freue mich, wenn ihr bis zum Schluss dabei bleibt. Viel Spaß bei diesem Video. Ja, Freunde, wie angesprochen, lasst uns mal schauen, wie sich die Deals entwickelt haben, die ich für euch bereitgestellt habe. Und heute scheint die Sonne. Mal gucken, ob auch die Sonne für unsere Preisentwicklung geschienen hat. Und das schauen wir uns direkt mal an. Falls du aber neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren solche Themen wie das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay und die Selbstständigkeit, vielleicht auch Motivation und viele, viele andere Dinge, dann abonnier doch gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen hoch. Das motiviert mich, viele weitere Videos für euch zu machen und lässt uns als Community wachsen, um uns gegenseitig zu unterstützen. Dann lass uns mal einen Blick drauf werfen und den ersten bzw. den letzten Deal, den ich letzte Woche veröffentlicht habe, ist hier so eine von Cooler Master, ein Gaming-Headset. Ja? 80 Euro kostet er derzeit, andere Händler verkaufen ihn sogar für über knapp 90 Euro. Das Ganze hier von 80 Euro ist von Amazon selbst, wird auch von Amazon verschickt und wir gucken mal, für welchen Preis ich das Ganze bereitgestellt habe, für 54,90 Euro und das ist genau diese zwei Positionen, diese zwei Tiefsetzer gewesen, die das Ganze hier uns ermöglicht haben, das zu diesem Preis zu kaufen. Und genau hier habe ich euch das Ganze bereitgestellt. Wir sehen, kurz danach ist der Preis dann wieder auf 80 Euro gegangen. Dementsprechend war es hier lohnenswert. Ich habe einen Resellergewinn von, möglichen Resellergewinn von 10 bis 15 Euro angesetzt, weil was voll realistisch ist. Wir können uns das Ganze auch gerne mal hier bei eBay anschauen. Wir sehen hier 79 soll der bestmögliche Preis sein. Das Ganze können wir abchecken und wie wir sehen, sehen wir hier, dass es tatsächlich hier ab knapp 80 Euro losgeht. Ihr müsst immer unterscheiden, es gibt auch private Anbieter, die das privat machen. Mit denen vergleiche ich die Preise gar nicht erst, weil diese bieten das privat quasi an. Die nehmen den Artikel auch nicht wieder zurück, also bieten kein Widerrufsrecht an und so weiter. Deshalb müsst ihr euch hier an die gewerblichen Händler orientieren. Dementsprechend orientiere ich mich auch an deren Preisen. Ja, und wir sehen hier auch, hier gibt es die Möglichkeit, das Ganze hier für knapp 80 Euro zu verkaufen. Dementsprechend ist der Resellergewinn sehr realistisch. Falls du neu bist und nicht weißt, welches Tool ich hier nutze, um hier tatsächlich die Preise zu tracken und zu sehen, wann es sich denn lohnt, zu einem guten Preis einen Artikel zu kaufen, dann packe ich hier oben ein Video dazu, welches Tool das ist und da kannst du dir das Ganze gerne anschauen und kannst sehen, wie du auch die Preise bzw. einen Preisalarm einstellen kannst, um für dich den idealen Preis zu finden und dann rechtzeitig zu kaufen. So, schauen wir uns den nächsten Deal an und das ist auch wieder hier eine von Einhell, der Mörtelrührer, den hatte ich auch schon letzte Woche dabei und tatsächlich Amazon wirft das Ding irgendwie aus dem Lager raus, weil es wohl viel Platz einnimmt oder die haben einfach so viel davon. Wir müssen natürlich schauen, die Lieferzeit ist nicht sofort, 1 bis 4 Wochen Lieferzeit. Jedoch wird das Ding wohl geliefert auch und wir hatten hier kurzzeitig mal wieder 95 Euro, aber das Ding ist immer noch bei sehr tiefen 41,92. Das habe ich auch genau zu diesem Preis gepostet, wobei 41,93 ein Cent teurer, aber das macht hier wohl nichts aus. Dementsprechend gibt es das Ding immer noch für diesen Preis zu kaufen, wobei ich sehe hier 41,96. Wieder ein paar Cent mehr, aber nichtsdestotrotz kann man hier ruhig zugreifen, meiner Meinung nach, weil man das Ding im Sommer definitiv auch gut verkaufen kann, wenn die Handwerkersaison wieder anfängt. Dementsprechend, wenn das geliefert wird, hat man ein gutes Werkzeug bzw. einen guten Artikel, den man weiterverkaufen kann. Und wir sehen hier, die Bewertungen sind top, dementsprechend kann man das Ganze hier auch gut verkaufen. Ich habe hier das Ganze auch mal bei eBay aufgerufen. Wir sehen hier nur die Maschine ohne die Rührer, ohne die Aufnahme, kostet hier alleine schon 65 Euro. Dementsprechend kann man das hier mit den Rührern natürlich noch viel teurer verkaufen. Und wie das bei eBay Kleinanzeigen eventuell aussieht, ist dementsprechend auch natürlich der Preis höher.
Ein möglicher Reseller-Gewinn von ca. 20 Euro ist meiner Meinung nach hier definitiv realistisch. Dementsprechend gibt es die Möglichkeit, das hier zu kaufen. Falls du hier zuschlagen möchtest, ich packe dir den Link unten in die Beschreibung. Da kannst du es über den Link dann bestellen. So, dann gucken wir uns den nächsten Deal an. Das sind solche Absperrleinenhalter. Ja, ungewöhnlicher Artikel, ist vielleicht auch etwas sperrig zum Versenden, vielleicht auch schwer, weil 10 Stück waren das hier angeboten. Aber zu einem unglaublichen Verkaufspreis bzw. Einkaufspreis von 11 Euro inklusive Versandkosten natürlich. Diese Dinger werden teilweise bei über 50 Euro gehandelt, habe ich gesehen. Und wir sehen auch hier, genau dann habe ich das Ganze hier bereitgestellt. Na, zeig mir das mal. Da. 8 Euro. Und genau für 8 Euro war das auch. Natürlich zuzüglich Versandkosten. Also hat es am Ende 11 Euro ergeben. Und ja, das Ding sprang kurz danach auch direkt wieder auf 58 Euro. Derzeit nicht mehr verfügbar und nicht mehr vorrätig. Dementsprechend vermute ich mal, dass es auch nicht mehr vorrätig sein wird. Wer hier zugeschlagen hat und was bekommen hat, würde ich mich über eine Rückmeldung freuen, ob es auch geliefert wurde. Und ja, der hat natürlich alles richtig gemacht. Der kann das Ding jetzt für ja, mindestens 40 Euro weiterverkaufen. Und genauso habe ich auch den Verkaufspreis angesetzt. Dementsprechend ein möglicher Reseller-Gewinn von circa 20 Euro, den man hier haben könnte. So, und kommen wir schon direkt zum letzten Artikel, den ich hier veröffentlicht habe. Und zwar von Sony wieder die Speicherkarten. Die selber habe ich auch schon verkauft gehabt und habe damals noch die Möglichkeit gehabt, ganz viele zu kaufen. Dieses Mal war das, glaube ich, auf 3 oder 5 Stück beschränkt pro Bestellung, wobei auch pro Account. Also falls ihr mehrere Artikel bestellen wollt, müsst ihr euch einen weiteren Account oder vielleicht weitere Accounts einrichten. Dementsprechend könnt ihr dann auch mehrmals kaufen und bestellen. So, wir gucken mal, zu welchem Preis es verfügbar war. Für 59,99 war das Ding hier verfügbar. Und zwar, ja, genau hier. Genau hier, danach sprang der Preis wieder auf über 100 Euro. Wir sehen es ja jetzt auch schon bei 103 Euro, genau. Und ja, dann kurz danach kam der Preis nochmal zurück für 62,66. Der dauerte nur paar Stunden an. Wir sehen auch hier, ihr könnt das hier sehen, ab 5 Uhr, teilweise 4 Uhr sogar, fängt das Ganze an und ist dann ab 8 Uhr, wo die meisten gerade aufwachen, schon vorbei. Also wer hier zugeschlagen hat, hat auch alles richtig gemacht, denn diese Speicherkarte ist sehr, sehr gefragt und auch sehr leistungsstark. Dementsprechend wird diese auch für diesen Preis definitiv auch gekauft werden. Ich habe diese teilweise dann für 130, 140 Euro sogar verkauft am Ende, wo es hier bei Amazon nicht verfügbar war. Dementsprechend weiß ich aus eigener Erfahrung, dass diese Produkte laufen. Hier ein möglicher Reseller-Gewinn von ca. 20 Euro, wobei es kann sein, dass es tatsächlich sogar mehr sein könnte. So, das war es auch schon. Wir haben in letzter Zeit sehr wenige Deals gehabt, jedoch bin ich sehr zuversichtlich, dass es in nächster Zeit auch mehr wird. Demnächst steht auch wieder ein neues Prime Day an, wo dann natürlich wieder viele, viele Deals zur Verfügung gestellt werden von Amazon, wo ihr dann definitiv auch gut zuschlagen könnt, wo jeder vielleicht auch was bekommt. Und ja, falls du solche Deals auch bekommen möchtest, da findest du die Beschreibung, wie du dich für den kostenlosen und unverbindlichen Newsletter registrieren kannst. Alle Informationen, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Ansonsten, falls noch nicht geschehen, abonniere gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Falls dir das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch. Das freut mich und motiviert mich. Und ansonsten viel Erfolg beim Kaufen weiterhin und Verkaufen. Und freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Alles Gute, ciao.